Ich habe echt gedacht, ich habe schon fast alle Cuts mal gegrillt. Aber Freunde, heute ist dieser dran. Ich bin gerade in Dänemark unterwegs und habe gedacht, Mensch, guckst du mal beim Schlachter rum, willst du ja noch ein Grillvideo machen? Und dann bin ich auf dieses Teil hier aufmerksam geworden. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ein bisschen was habe ich dazu gefunden, werde es euch nachher erzählen. Das kommt auch am Ende vom Fazit. So, ich werde das Ganze heute hier auf meinem Mono machen. Das ist mein Urlaubsmono. Ja, und dann sehen wir uns gleich am Brett für die Vorbereitung. An Zutaten brauchen wir heute gar nicht viel, ich nehme nur Pfeffer und Salz. Habe hier noch eine Schale für die Abschnitte und ein Messer. Und jetzt werden wir uns das Teil mal genauer angucken. Wenn ihr seht, hier ist ein Muskel relativ langfaserig. Das sieht auch so aus, als wenn hier noch ein Gegenmuskel wäre. Also so ein Muskel so und ein Muskel so. Gucken wir mal, wie es wird. Auf alle Fälle wissen wir schon mal am Ende, wir müssen das quasi gegen die Faser in Querrichtung aufschneiden. Auf dieser Seite haben wir eine relativ dicke Fettschicht. Hier werde ich auch gleich noch ein bisschen parieren. Ja, so eine Sehne sehe ich jetzt hier nur so am Rand. Die werden wir uns auch noch entfernen. Aber ansonsten denke ich, Leute, ist das ein schönes Stück. So sieht es jetzt aus, schön pariert. Von der Fettschicht habe ich jetzt relativ viel gelassen. Ne, man sieht hier jetzt auch noch mal die Fasern, die hier rüber gehen. Also ich vermute mal, dass das doch ein Muskelstrang ist, der hier so rüber geht. Aber ein bisschen wirkt so, als wenn es zwei wären. Ein langfasiger und ein bisschen kurzfasiger. So, dann werden wir uns noch ein bisschen die Fettschicht einschneiden. Und da werden wir jetzt ordentlich Salz einmassieren. Und da ich ein Freund von Vorsalzen bin, geben wir natürlich dem ganzen Stück, den Rest nehme ich hier alles noch mit. Vorbereitet ist das. Pfeffer machen wir jetzt noch nicht. Aber wir wollen jetzt erstmal einmal richtig scharf angrillen. So Freunde, jetzt am Grill. Heute mein Mono Junior. Schön in Rot. Habe ich noch nicht oft benutzt, den nutze ich meistens, wenn ich unterwegs bin. Zu Hause nutze ich ja oft den Primo. Übrigens meine Playlist für meine Videos mit dem Keramikgrill, die verlinke ich euch mal hier oben. Oder hole ich euch mal ran und gucken wir mal rein. Ich habe momentan unten Luke auf, oben Luke auf. Wir heizen jetzt richtig hoch. Ihr wisst ja beim Keramikgrill einmal anlupfen, eventuell wegen Flashover. Und da habe ich momentan nur den Grillrost drin und zünd unten Holzkohle. Und jetzt hauen wir das mal schön richtig direkt auf die Hitze. Ruhig bei offenem Deckel, damit die Kohle auch richtig heizt. Und jetzt haben wir mal schön Röstaromen von allen Seiten angrillen. Ich denke mal so von jeder Seite ungefähr 4 Minuten. So Freunde, das reicht mir schon mal an Röstaromen. Ihr seht auch schon, durch die Fasern zieht er sich ein bisschen zusammen, wird ein bisschen dicker. Und dann legen wir ihn mal auf die Fettseite. So, der soll jetzt nicht verbrennen. Mal kurz die Seiten wechseln. Ihr seht, Freunde, das ist ein relativ durchwachsenes Stück. Das spricht ja auch für die Qualität bzw. fürs Ergebnis nachher. Aber das hat eine ganz schöne Flammenentwicklung mit Mono gehabt hier. So, Freunde, das reicht mir. Die nehmen wir jetzt runter.
Und dann werde ich den Grill mal ein bisschen runterregeln, so auf 150 Grad. Ich habe das Fett, was unten reingelaufen ist, mal verbrennen lassen. Und dann bauen wir uns den mal auf indirekt um. Indirekt meint, keine direkte Flamme unter dem Gargut. Dafür gibt es hier bei Monolith so einen Halter und einen Deflektorstein. Und ich habe gleich noch so einen Teller mit ein bisschen Wasser zugestellt, damit der Deflektorstein nicht gleich so einsaut. So, hier sind dann auch so drei Einbuchtungen, wo das ganz gut drin steht. Dann kommt der Grillrost hier wieder rauf. Der fasst hier dann auch mit den drei Nasen und kann nicht mehr verrutschen. Deckel wieder zu. Schauen wir mal, wo wir Temperatur stehen. Wie gesagt, so, ich will nicht über 160 Grad, aber wir werden jetzt gleich nochmal das schöne Stück Fleisch nochmal ein bisschen pfeffern. Seht ihr, wie saftig das ist? Nehme ich mir hier meinen Temperaturfühler und dann gehen wir mal an die dickste Stelle, so mittig rein. Also 30 Grad haben wir jetzt schon. Hätte ich jetzt fast gar nicht gedacht, aber wir werden das Ganze mal so auf 56 oder 54, 56 Grad ziehen. So, wir haben jetzt knappe 150 Grad. Schön mittig drauf, auch über meinem Teller, damit mein Deflektorstein schön sauber bleibt. So, bei der Kabelführung ein bisschen aufpassen. Der Mono hat ja diese schöne Schiene. Jetzt gehen wir noch ein paar Apfelchunks rein. Klappe auf, schiebe rein und dann kommen die natürlich nicht gewässerten Chips, weil da kommt am Anfang eh nur Wasserdampf raus. Geben wir die mal in die Glut. Geht gleich los mit Räuchern, Klappe wieder zu und dann ziehen wir das Ganze dann auf die anvisierten 54 Grad Kerntemperatur. So, wir haben auf 56 Grad Temperatur eingestellt, jetzt ist schon 57, das macht nichts. Zeit zum Runternehmen. So sieht's aus, Wahnsinn. Und dann werde ich nochmal kurz unterstützt und den werden wir jetzt mal anschneiden. So sieht's aus. Hier ist es. Mal gucken. Richtig schön zart. Seht ihr das? Oh, Hammer. Boah, geil. Auch die Rauchnote nochmal richtig schön. Es kommt sehr vom Geschmack an Rumpsteak ran, finde ich. Ein bisschen intensiver vom Rindsgeschmack. Ist ja im Hüftbereich, aber definitiv nicht mit Hüfte vergleichbar. Viel saftiger. Also wirklich echt der Hammer, Leute. Also wenn ihr sehen würdet, hier vorne steht mein Pepe, der macht hier schon Männchen. Ja, der kriegt natürlich nichts. Boah, Leute. Salz und Pfeffer. Und ein bisschen Apfelrauch, mehr braucht's nicht. So, wir werden jetzt essen und dann gibt's euch nochmal ein Fazit. Freunde, das Ochsenkuvert war richtig geil. Super zart, super saftig, ideal auch als kurzgebratenes, kann man sicherlich auch als Steak machen. Richtig geil, hat mich sehr an Roastbeef erinnert. Kommen wir nun mal zur Auflösung, was das sein könnte. Also meine Google-Recherche hat ergeben, müsste ein Tri-Tip sein oder Bürgermeisterstück, das könnte auch hinkommen. Hüftspitzen. Viel auch. Oder Becken. Keine Ahnung. Aber in die Richtung Tri-Tip Bürgermeisterstück, denke ich, ging es auf alle Fälle. Richtig geile Nummer. Wenn ihr das genau wisst, dann schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Ich habe es auch noch ein bisschen gegoogelt und da findet man echt fast gar nichts zu dem Begriff Ochsenkuvert. Wenn dann irgendwas auf Dänisch, Nordisch, keine Ahnung. Ich habe übrigens noch so ein besonderes Stück aus Dänemark erwischt. Das kommt demnächst mal im Video. Seid mal gespannt. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben.
Kommentare sind immer super wichtig für den Kanal, alleine für den Algorithmus. Also ein paar Worte, schreibt mir die auch für Feedback. Ist unheimlich wichtig. Falls ihr das noch nicht seid, könnt ihr hier oben das Abo nachholen. Das kostet nichts, das tut nicht weh. Kriegt ihr immer genau mit, wenn ein neues Video von mir kommt. Und auf der Seite, da blende ich euch nochmal 2 Videos ein zum Weitergucken. Und dann sage ich, Leute, sehen wir uns nächsten Mittwoch mit einer neuen Folge von Rico und Gerrit. Ciao, Leute!